Hallo und herzlich willkommen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum nimmt er sich jetzt mit seinem Smartphone auf? Weil es heute nicht um das Video geht, sondern es geht heute nur um Audio. Und zwar schauen wir uns heute das DJI Mic an, und zwar in der Single-Version. Die kostet aktuell so um die 200 Euro. Link natürlich in der Videobeschreibung. Falls euch das Video gefällt, könnt ihr damit aktiv meinen Kanal unterstützen. Und ich habe mir mehrere Locations ausgesucht, wo ich dieses Mikrofon zusammen mit euch testen werde. Und nur, dass ihr schon mal einen ersten Vergleich habt, das hier ist das interne Mikrofon von meinem iPhone 13 Pro. Das hier ist jetzt das DJI Mic, und zwar habe ich es jetzt an meinem iPhone angeschlossen mit dem Adapter, der dabei ist. Und ich kann euch eine App empfehlen, wenn ihr viel mit dem Smartphone filmt. Das wäre Filmic Legendsy. Die könnt ihr einmalig kaufen oder es gibt Filmic Pro. Das ist ein Abo, ich glaube wöchentlich oder jährlich oder monatlich, kostet allerdings ein bisschen mehr. Und das Coole ist, in dieser App könnt ihr alles einstellen. Ihr könnt die Bildrate einstellen, ihr könnt euch den Pegel von dem Mikrofon selber einstellen. Das finde ich sehr gut. Aber es soll heute nicht um die App gehen, sondern um das Mikrofon jetzt. Und ich filme mich gerade in 4K mit 50 Bildern pro Sekunde mit Kinderwagen. Und so hört sich schon mal an. Im Wald, es ist windstill. Über mir ein Flugzeug und ich komme gleich auf eine große Straße, und da wird es dann interessant, wie gut meine Stimme sich abhebt von den ganzen Hintergrundgeräuschen. Doch bevor wir bei der Straße ankommen, zeige ich euch schon mal, was alles dabei ist. Ihr seht es hier, DJI spart nicht an Zubehör. Ihr habt einen Adapter für Android dabei, für das iPhone, also einen Lightning-Port. Ihr habt ein Kabel dabei, um das Mikrofon mit euren Kameras zu verbinden. Eine kleine Tasche ist dabei, dieser Windschutz hier. Einen kleinen Aufsatz, dass ihr das Mikrofon auch auf den Blitzschuh von euren Kameras befestigen könnt. Und natürlich ein Ladekabel. Und jetzt muss ich sagen, cool, das ist ein USB-C Splitter Cable. Das heißt, ihr müsst nur mit einem USB-Port laden und könnt zwei Mikrofone gleichzeitig aufladen. Das bedeutet, ihr müsst nicht immer zwei Kabel mit euch rumschleppen, was ich sehr, sehr gut finde. Verarbeitungsqualität von dem Kabel auch sehr gut. So, ich bin jetzt an einer vielbefahrenen Straße. Die Sonne ist draußen, Gott sei Dank. Und hier fahren ziemlich viele Autos entlang. Das heißt, es ist relativ laut. Und das ist jetzt das interne Mikrofon von meinem iPhone 13 Pro. Es ist ja für mich ganz interessant, wenn ich mir ein Wireless-Mikrofon kaufe, wie gut meine Stimme von dem Rest isoliert wird. Weil wenn ich alles drauf haben möchte an Hintergrundgeräuschen, dann würde ich mir eher ein Stereo-Mikrofon kaufen und nicht so ein Ansteckmikrofon. Das ist jetzt das DJI Mic an derselben Straße. Über mir jetzt sogar noch ein Flugzeug, neben mir die Autos. Und ich hoffe, ihr merkt einen großen Unterschied, damit sich dieses Mikrofon auch wirklich für euch lohnt. Jetzt kommen die nächsten Autos, da hört ihr wieder ein bisschen mehr Hintergrundgeräusche, sehr wahrscheinlich. Aber ich denke mal, dieses Mikrofon hört sich um einiges besser an als das interne Mikrofon von meinem iPhone. Ich hoffe es zumindest mal, weil ich habe mir die Clips noch nicht angehört. Aber wir werden später mal schauen, beziehungsweise hören. Eine Sache wollte ich euch nicht vorenthalten, und zwar, wie sich das Video anhört mit den Apple AirPods. Das ist so komisch, dass ich mich gerade selber höre. So zeitversetzt in der App. Ich bin jetzt für euch in einer Bar. Hier ist es relativ laut. Hier sitzen Menschen, die sprechen. Hier läuft Musik, hier fällt was runter. Und ich sitze hier mit dem DJI Mic einfach mal, um zu schauen, wie gut meine Stimme isoliert wird von dem Rest. So hört sich das Ganze übrigens ohne das DJI Mic an. Dank des USB-C-Adapters funktioniert das DJI Mic sogar an euren mobilen Geräten, wie zum Beispiel dem iPad, dem MacBook, dem Microsoft Surface oder auch jedem anderen Rechner da draußen, der über USB-C verfügt. Ihr müsst nicht mehr machen, als in die Einstellungen gehen, dort die Eingabequelle ändern auf zum Beispiel das Wireless-Mikrofon, und schon könnt ihr Videokonferenzen halten, Screenshots aufnehmen, also Videoscreenshots über euer MacBook oder auch Zoom oder Teams Meetings halten, ganz einfach, und zwar mit der besten Audioqualität hier über das Wireless-Mikrofon. Das bedeutet, selbst wenn ihr in einer Konferenz seid und ihr müsst jetzt mal in die Küche gehen, euch einen Kaffee machen und ihr möchtet trotzdem immer mitreden können, dann ist das hier vielleicht ideal, dank der Reichweite. Ja Leute, früh morgens mal wieder unterwegs mit der Sony, dem 20 mm ohne ND-Filter drauf. Die Sonne ist gerade aufgegangen, es ist noch sehr frisch draußen in der Osterwoche, und
Ich genieße einfach die Natur, ich höre die Vögel im Hintergrund. Hier unten ist ein Bach, ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Und das soll euch einfach nochmal so die Bestätigung geben, dass das Mikrofon wirklich einen ziemlich guten Job macht. Auch wenn es hier wahrscheinlich schöner wäre, mehr Hintergrundgeräusche drauf zu haben. Es kann natürlich auch sein, dass ihr gerne nach vorne filmt, aber ihr möchtet euren Zuschauern dabei was erzählen. Und so könnte das dann aussehen. Ihr lauft zum Beispiel durch einen Wald oder durch eine Stadt, macht zum Beispiel eine Stadtrundführung, die ihr dann digitalisiert. Aber ihr möchtet natürlich nicht zu viel Hintergrundgeräusche drauf haben. Deshalb entscheidet ihr euch für ein externes Mikrofon, dass ihr wirklich immer die gleiche Audioqualität habt. Und so könnte das dann halt ausschauen. Jetzt wird es höchst interessant. Hier unten ist nämlich ein kleiner Wasserfall. Und ich bin mal gespannt, wie gut ihr mich jetzt versteht, beziehungsweise das Wasser im Hintergrund hört oder nicht. Ich höre es ganz deutlich, bin aber gespannt, wie gut ihr das hört. Ja, ich wollte es euch nicht vorenthalten, jetzt nochmal dieses Mikrofon an einer richtigen Kamera zu testen. Es sollte sich natürlich nicht anders anhören. Ich habe den Ton manuell gepegelt. Das hier ist jetzt die Sony Alpha 7 IV mit dem 20 mm aus Köln. Ja, und mir ist es immer ganz wichtig rauszufinden, wenn ihr jetzt durch so eine Stadt lauft und ihr möchtet zum Beispiel euren Zuschauern etwas erzählen, wie gut isoliert dann quasi dieses Mikrofon all die Hintergrundgeräusche. Hier fahren ein paar Autos vorbei, hier laufen auch Menschen lang. Und je nachdem, wie gut ihr mich hört, merkt ihr dann, wie gut auch das Mikrofon ist. So Leute, ich laufe jetzt mit dem DJI-Mic in diese Richtung, einfach mal um zu sehen, wie weit ihr mich eigentlich verstehen könnt. Angegeben sind ja weit über 100 Meter und ich sag mal so, in Sichtweite ist es grundsätzlich kein Problem. Allerdings, was passiert, wenn ich mich von der Kamera wegdrehe? Ich bin hier in der Kölner Innenstadt umgeben von ganz schön viel Störgeräuschen oder Signalen, eher besser gesagt WLAN, Bluetooth, Funkmasten und so weiter und so fort. Und ich will einfach mal gucken, wie weit das Mikrofon reicht. Ich muss es nicht bis zum Exakt bleiben, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn ich mal so 50 Meter weit weg bin, reicht mir schon. Euch ungefähr reichen. Weiter wird wahrscheinlich keiner weg sein von dem Mikrofon. Ja, ihr Lieben, dann soll es Zeit für das Fazit sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach mal den Sprung gemacht von dem Rode Wireless Go, welches 4 Jahre bei mir im Einsatz war, jetzt auf das DJI-Mic. Und das hatte mehrere Gründe. Erstens hat mir das Design gefallen. Ich habe auch wie bei dem Rode Wireless Go 2 verschiedene Modelle. Also ich habe einmal die Single-Version, das ist jetzt die, die ihr hier gesehen habt. Und dann gibt es natürlich noch die Dual- oder Multi-Version, wo ihr 2 Mikrofone habt und einen Receiver. Das gibt es natürlich bei dem auch und das ist dann in so einer Box drin, wo die beiden auch gleichzeitig geladen werden. Die Akku-Performance, muss ich sagen, ist bei dem DJI-Mic doch deutlich besser als bei dem Rode. Das ist jetzt vielleicht ein subjektiver Eindruck, aber ich hatte den Eindruck, ich konnte deutlich mehr mit dem DJI-Mic aufnehmen. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist auch, dass wenn zum Beispiel das Kabel nicht richtig drin ist, das 3,5 mm in dem Receiver, dass mir das im Bildschirm schon angezeigt wird. Glaubt mir, es ist schon so oft vorgekommen, dass ich dachte, oh Mann, ey, nur eine Audiospur, jetzt muss ich das nochmal filmen, weil das Kabel nicht richtig drin war. Und das wird mir hier oben angezeigt. Ihr habt ein Mini-Touch-Display, ihr habt einen integrierten Speicher, der es euch erlaubt, fast 14 Stunden am Stück aufzunehmen und wohlgemerkt ohne Kamera. Das bedeutet, ihr könnt dieses Mikrofon ja auch einfach für als Podcast-Mikrofon nutzen. Und wenn ihr noch jemanden habt, mit dem ihr sprecht, nehmt ihr einfach das Doppelmikrofon mit dem einen Receiver. Was mich besonders beeindruckt hat, war die Situation im Wind. Ich habe gedacht, boah, jetzt filme ich und es ist super windig draußen und niemand wird mich verstehen. Nein, ich habe nichts von dem Wind gehört. Klar, ich habe hier oben auch dieses kleine Windsäckchen drauf, aber dafür ist es ja da. Und bei dem Rode Wireless Go hatte ich doch deutlich mehr Windgeräusche im Hintergrund. Was ich auch sehr toll finde, ist, dass ihr ein Dual-USB-C-Kabel dabei habt mit einer sehr guten Verarbeitung. Das bedeutet, ihr braucht nur ein USB-Port, ist zwar USB-A, macht nichts. Da könnt ihr das in jede Powerbank reinstecken oder zum Beispiel in eurem Auto und aufladen und ihr braucht nicht immer 2 Kabel. Die Tasche ist dabei und natürlich ein großer Segen sind die Adapter,
die es euch ermöglichen, direkt mit eurem Smartphone loszulegen, aufzunehmen, egal ob ihr Android- oder iOS-Nutzer seid, und habt eben eine deutlich bessere Audioqualität. Und was ich auch noch ziemlich gut finde, was für das DJI-Mic spricht, ist, dass ihr einen Kopfhörerausgang habt. Ja, nicht jede Kamera da draußen besitzt ihn, und somit habt ihr die Möglichkeit, immer euer Audio auch zu kontrollieren, zum Beispiel mit einem ganz normalen Kopfhörer mit einem 3,5 mm Klinkenstecker. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen haben solltet, gerne als Kommentar unter dieses Video. Wenn du meinen Kanal aktiv unterstützen möchtest, kannst du dieses Mikrofon oder die Doppelversion unter dem Link in der Videobeschreibung kaufen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Ciao, ciao.